Vielen Dank, Robert. So, ich übergebe gerne nochmal vielen Dank, dass Sabine noch eben gewartet hat. Sie hat nämlich versucht, unseren Bundespräsidenten auch darauf aufmerksam zu machen. Ich erinnere mich auch an den Moment, als Roger Waters hier im Anfang September stand und meinte, es kann ja nicht sein, dass sich hier Senat und Bezirk streiten und Bürgerinitiativen überhaupt darauf aufmerksam machen müssen, was hier vor sich geht. Er hat ganz offen auch die Bundesregierung angesprochen und gesagt, sie sollte das vielleicht mal in die Hand nehmen. Weil es eben nicht nur ein rein deutsches Denkmal ist, was hier stehen geblieben ist, sondern wie Robert gerade schon meinte, ein Symbol für den eisernen Vorhang, der gefallen ist. Und das ist das einzige Stück über ein Kilometer, was erhalten geblieben ist. Jetzt haben wir dummerweise da die kleine Öffnung für das Bauvorhaben. Wir vermuten, es wird immer größer werden. Und das geht einfach nicht. Und jetzt nochmal an den Schrieb von Sabine Kunz an den Bundespräsidenten. Ja, also ich habe dem Bundespräsidenten zu Ostern in diesem Jahr geschrieben und ich habe da drin auch sinngemäß dargelegt, dass es auch für Deutschland eine sehr beschädigende Sache ist, wenn wir einerseits vor so vielen Jahren den Krieg angezettelt haben und Deutschland dann sich letzten Endes mit dem Denkmalschutz so ein Denkmal leistet und schafft und dazu auch international stehen möchte und auch dazu zum Ausdruck bringen will, wie viel uns diese Sache bedeutet. Und ich denke, aus dem Grund heraus und auch in Deutschland, damit wir glaubwürdig bleiben, hier als Deutsche, sind wir es einfach schuldig, dass wir hier über dieser Galerie keine Teilung durch Bauwerke schaffen können. Hier muss der Himmel oben drüber einfach über diesen Bildern frei bleiben. Hinter dieser Mauer sind verdammt viele Leute gestorben, die sind einfach mal so erschossen worden. Und ich habe das Bild hier nicht umsonst gemalt und ich habe auch nicht Bock, hier im Vorgarten von dem neureichen Menschen zu stehen, der auch genauso gut woanders bauen kann. Und mein Plan ist ganz einfach, dem Roger Waters zu bitten, uns einfach das Geld zu geben, damit wir uns hier wieder freikaufen können. Das wäre meine Idee zur Sache. Weil ich denke, wenn wir den Bezirk und auch der Bundespräsident schreibt, er weiß um die Bedeutung der East Side Gallery als Gedenkort, wie auch als Kulturstätte für Deutschland und die Welt. Und wenn er das weiß, dann müssen wir auch dafür alle was tun. Und deshalb bin ich heute auch hier gewesen. Oder bin hier. Vielen lieben Dank für das Engagement und die Worte. Leider konnte der Bundespräsident nicht kommen. Ich weiß nicht, wo er den heutigen Tag begeht. Irgendwo wird er sicherlich einer Gedenkfeier beiwohnen. Leider nicht bei uns, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bitte dann jetzt von der Berliner Geschichtswerkstatt den Herrn Jürgen Kabeleit ans Mikrofon. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin hierher gekommen, wie auch eine ganze Reihe anderer, um dagegen zu protestieren, dass hier an dieser Stelle ein wichtiges Denkmal, ein Denkmal, worüber man nachdenken kann und muss, zerstört wird durch dieses Haus, was hier jetzt langsam rechts in die Höhe wächst. Und ich glaube, wir sollten dranbleiben und alles versuchen, diesen Bau dann doch noch zu verhindern und auch den Nachfolgebau. Denn, ich wiederhole mich, es ist, oder jemand anders hat es auch schon gesagt, hier ist die Stelle in der Stadt, wo man die Teilung der Stadt am besten noch sehen kann durch dieses ganz lange Stück der Hinterlandmauer, das stehen geblieben ist. Und ich hoffe, dass wir es schaffen werden. Ich habe hier mitgebracht ein Schriftstück, was ganz gut zum heutigen Tag passt. 9. November 1989, Durchbruch der Mauer. 10 Tage vor dem Fall der Mauer hatte damals vor 24 Jahren unser Verein einen Aufruf gestartet, der genau zu der Geschichte passt, weswegen wir hier stehen, nämlich dieses Denkmal zu erhalten. Ich lese
das mal vor, was wir damals am 30. Oktober 1989 verbreitet haben über die Medien, was auch bis ins Fernsehen und in Medien und Rundfunk angekommen ist. Es war etwas skurril. Es hieß Gründungsaufruf der Initiative Die Mauer muss bleiben. Die Mauer muss weg. Nein, die Mauer muss bleiben. Wir begrüßen die politischen Veränderungen in der DDR und hoffen, dass es gelingt, eine demokratische und gerechte Gesellschaftsordnung aufzubauen, in der die politischen und sozialen Rechte einer jeden und eines jeden Bürgers garantiert sind. Symbol der Unterdrückung elementarer Bürgerrechte ist seit 28 Jahren die Berliner Mauer. Die Zeit wird über sie hinweggehen, da sind wir ganz sicher. Werden eines Tages die Mauern geöffnet, dann warnen wir aber jetzt schon vor einer kulturellen Barbarei. Reißt die Mauer nicht ein. Fast 30 Jahre Existenz haben die Mauer zum berühmtesten Bauwerk der Stadt und zu einem einzigartigen politischen und kulturellen Denkmal gemacht. Die Mauer ist außerdem die größte Wandzeitung der Welt. Ein wunderbares Terrain für Maler und Aktionskünstler. Mit Öffnung der Mauer steht mit einem Schlag doppelt so viel Wandfläche zur Verfügung, da das Bauwerk auch von der anderen Seite noch jungfräulich ist. Machen wir die Mauer jetzt durchlässig. Durchgänge für Fußgänger, Radfahrer, Züge und Autos soll es geben. Wir fürchten, der Kampf wird hart werden. Autofahrerlobby, Bodenspekulanten und Kulturbanausen werden den Abriss der Mauer fordern. Deshalb ist es notwendig, schon jetzt die Stimme zu erheben, lass die Mauer stehen. Wer unseren Aufruf unterstützt, der melde sich bitte bei uns. Unterschrift, 30. Oktober 1989, 10 Tage vor dem Mauerfall. Da waren wir hellseherischer, als wir wirklich geglaubt haben. Und es ist dann leider so gekommen, wie wir das beschrieben haben. Es war so, dass damals schnell diskutiert wurde, dass die Mauer schnell abzureißen ist, dass diese Spur zu verschwinden hat. Und das war genau falsch. Und deswegen ist es wichtig, dass die Teile, die jetzt noch hier sind, dass die auf jeden Fall so erhalten sind, wie man sie jetzt noch hat. Und deswegen ist es eine unglaubliche Sauerei, dass hier dieses Haus in die Höhe wächst und dieses Denkmal einer verfehlten Politik, einer Politik, die gegen Demokratie war, die gegen Freiheit war, dass dieses Denkmal, was uns daran erinnern kann, heute so angenockt und so auch letztlich zerstört wird. Und ich hoffe, wir schaffen es noch, den einen oder anderen zu bewegen und vielleicht dann doch noch den Eigentümer dieses Grundstücks herauszukaufen, denn das scheint mir die einzig richtige Alternative zu sagen. Ja, bitteschön, wenn du jetzt schon gebaut hast, dann soll der Senat suchen und noch ein anderes Grundstück finden. So viel Platz gibt es hier, dass ein Ersatzgrundstück in dieser Stadt immer noch zu finden ist. Jürgen Kavelaert, vielen herzlichen Dank.